Hallo, liebe Barbara, freut mich sehr, dich zu sehen. Dann kommen wir direkt zu dem Thema für heute. Wie kann ich den Narzissten jetzt einfach vergessen? Einfach ist es natürlich nicht, aber es ist möglich, den Narzissten zu vergessen. Und warum denke ich so lange noch an ihn? Obwohl ich das gar nicht will, obwohl ich das gar nicht möchte. Ich höre ständig seine Stimme noch im Hinterkopf. Wenn ich irgendetwas tue, wenn ich rausgehe, dann wird er sagen, ja, mach das doch lieber so oder ja, tu das so. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich will jetzt gar nicht mehr meinen Hobbys nachgehen, weil ich das nur tue für ihn. Ich tue alles für ihn oder für sie. Und das will ich einfach nicht mehr. Ich will da diese emotionale Verbindung trennen. Unter welchen Umständen kann man diese emotionale Bindung komplett trennen? Unter welchen Umständen kann man sie nicht komplett trennen, aber man kann lernen, damit umzugehen. Starten wir direkt rein. Liebe Barbara, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön, sehr fein. Alles Jawohl. gut in Wien. Starten wir direkt rein zur ersten Frage. Und zwar, warum ist es denn nun nach der Trennung so schwierig, den Narzissten zu vergessen? Warum habe ich seine oder ihre Stimme immer weiter in meinen Gedanken da drin, obwohl ich das eigentlich gar nicht will? Na, ich denke, dass hier mehrere Ebenen zum Tragen kommen. Das eine ist das, was du schon angesprochen hast, ist ja die emotionale Ebene, aber vor allem die mentale Ebene, diese veränderten Glaubenssätze, diese veränderten Werte teilweise, die ja so tiefgreifend sind, dann vor allem, wenn das einige Jahre gebraucht hat, diese Beziehung, das ist wie eingepflanzt in jeder Zelle. Und dadurch, dass das dann über diese Zeit immer wieder sukzessive passiert, bemerkt man gar nicht, wie sehr man sich verändert und wie sehr man vielleicht neue Glaubenssätze sich angewohnt hat. Und man glaubt eben diesen Dingen, die man da hört. Man glaubt, du bist schlampig. Man glaubt, du bist zu dick. Man glaubt, du kannst nicht gut zuhören. Das heißt, diese ganzen Abwertungen, denen man da ständig ausgesetzt ist, denen glaubt man. Und man übernimmt ein neues Bild von sich, das eben dem anderen entspricht und damit auch natürlich Emotionen. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, dass man ja über diese Zeit gelernt hat, die Emotionen des Narzissten oder der Narzisstin auszutragen. Das heißt, Narzisstinnen haben eine Spannung, mit der kommen sie an eine Person heran, die wird in irgendeiner Form provoziert, ja, entweder dass sie dann weint oder dass sie explodiert. Und dann, wenn das geschieht, dann beruhigt sich sozusagen der Narzisst, weil die Spannung baut sich ab. Das heißt, er hat das erfolgreich projiziert. Und das ist ja auch eine ständige emotionale Anstrengung, mit der man ja auch herumgeht und die man ja auch ein Stück weit verwalten muss, indem halt der Körper darauf reagiert, indem er Cortisol und Adrenalin ausschüttet. Und das hat ja auch, also, und dann ist plötzlich diese Beziehung weg und man hat aber immer noch diesen Stresslevel ein Stück weit mit sich. Das heißt, es gibt eine körperliche Ebene, es gibt eine emotionale Ebene und eine mentale Ebene. Und all diese drei Ebenen muss man sich unterschiedlich anschauen, um letztendlich aus diesen Beziehungen herauszukommen, weil es eben so tief hineingeht, und diese nachhaltigen Veränderungen meistens erst, also zeitversetzt begriffen werden. Ja, ebenso wie du sagst, während der Beziehung, also denkt man sich vielleicht, okay, das stimmt was nicht oder das ist irgendwie seltsam, aber durch diese Isolation hat man auch wenig Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, und merkt überhaupt gar nicht, dass das schon längst sehr ungesund ist, ja, und merkt dem, okay, es ist zwar ungesund, aber wenn ich das konfrontiere, dann muss ich eigentlich auch eine Entscheidung treffen und viele sind dafür einfach noch nicht bereit. Und dann nach der Beziehung aber ist es wichtig, sich diese Ebenen anzuschauen und da wirklich einzutauchen. Unter welchen Umständen kann ich diese Verbindung komplett trennen, komplett kappen und wann kann man das vielleicht gar nicht unbedingt, sondern wann ist es wichtig zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt lernen, damit umzugehen? Ich kann mir vorstellen, dass Beziehungen, die eher kurz gedauert haben, und da spreche ich so von unter einem Jahr, dass man die gut verarbeiten kann und dass das dann irgendwann zu einer Erinnerung wird, die, ja, wie gesagt, das hängt auch davon ab, in welchem Alter das stattfindet. Wenn ich 30 bin, habe ich ja mehr Zeit, Dinge zu verarbeiten und auch in die Erinnerung zu bringen, also wenn es mir passiert, wenn ich Mitte 50 bin. Also ich finde, das muss man immer sehr
individuell betrachten. Also für mich ist die Länge der Beziehung ein Thema. Das, was man an Gewalt erlebt hat, also im Sinne von sozialer Gewalt, emotionaler Gewalt, finanzieller Gewalt, und körperlicher Gewalt. Also bei körperlicher Gewalt, glaube ich, ist es sehr schwierig, ja, weil das einfach ein Impact ist, der nicht leicht ist zu verarbeiten und dann sicher eine posttraumatische Belastungsstörung wahrscheinlich mit sich bringt. Da glaube ich, dass man es, wenn man sich gut begleiten lässt, so verarbeiten kann, dass es dass es zu einem Teil wird, den man halt in seinem Leben erlebt hat und der jetzt nicht schön war, aber der einen auch wahrscheinlich einiges lernen hat lassen, also im besten Falle. Ansonsten aber einfach, dass es ein Teil ist, den man erleben musste und damit auch ein Stück weit eben in der Vergangenheit verbuchen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das sehr lange gedauert hat, also über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht sogar, dass das immer ein großer Teil des eigenen Lebens ist, weil das so bestimmend war für eine lange Zeit, weil man ja eben für eine lange Zeit isoliert war. Und das kann man nicht einfach wegtherapieren, sondern da braucht man eine starke, lange Auseinandersetzung mit dieser Phase des Lebens, um eben das irgendwie ja einordnen zu können, kompakt zu kriegen und es ja auch ruhen lassen zu können. Vielleicht ist, dass man es ruhen lässt, die beste Aussicht. Ja. Ja, ich denke, dass da immer die Bereitschaft der intensiven Auseinandersetzung da einfach sehr ausschlaggebend ist und auch die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Wie gehe ich mit der Vergangenheit um? Und dass man da durchaus jetzt nicht Jahrzehnte, sondern 3, 4, ich würde sagen, dass 5 Jahre vielleicht so der Wendepunkt ist, dass man das auch sehr gut dann verarbeiten kann. Also nicht einfach ohne weiteres. Das würde ich sowieso nicht empfehlen, ohne weiteres so gesehen, also nicht, dass du das jetzt irgendwie impliziert hättest, ohne weiteres einfach weiterzumachen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Es ist intensiv, es ist eine höchst manipulative Angelegenheit. Und dass man da, wenn man die Bereitschaft hat, sich intensiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, mit sich selbst auseinanderzusetzen, da würde ich tatsächlich sagen, dass dann auch mehrere Jahre gut verarbeitbar sind, dass man das in der Vergangenheit dann, das finde ich richtig gut, wie du das gesagt hast, abbuchen kann. Es ist passiert, wie gehe ich jetzt damit um? Ich kann mich entweder immer weiter darüber aufregen und sagen, ich bin das Opfer, oder ich kann sagen, ich möchte ein glückliches Leben führen. Wie werde ich damit umgehen? Ich werde verstehen, dass der Narzisst, die Narzisstin einfach nicht normal und gesund denkt. Es gibt diesen ständigen Selbstbezug, es gibt diese Zerstörungsbereitschaft, es gibt den Willen, den unbewussten Willen, nenne ich das mal, die andere Person klein zu halten und auch zu verunsichern und zu zerstören, damit ich im Endeffekt einen artigen kleinen Hund an meiner Seite habe. Das wollen Narzissten und so fühlt man sich manchmal, als ob man einfach das Haustier an der Seite ist. Wenn man Zeit hat, dann kann Genau. man spielen und alles ist gut. Und manchmal wird sogar wirklich, wie man mit einem Hund oder mit einem Kind umgegangen wird, so werden Narzissten mit anderen Menschen umgehen und verkaufen andere Menschen für blöd, als ob man das einfach nicht sehen würde. Genau, ja. Und ich glaube auch, also dass man auf der einen Seite eben ist es wichtig, dass man es anerkennt, dass man auch Opfer war. Ich glaube, das ist für viele auch nicht so einfach, dass man sagt, ich war Opfer einer narzisstisch agierenden Person und das hat einfach eine Auswirkung auf mich. Also es ist jetzt nicht normaler Liebeskummer, ja. Und viele haben dann so die Idee davon, naja, wieso ist das jetzt nach 3 Monaten immer noch so schlimm eben, ja. Eben weil es nicht normaler Liebeskummer ist, sondern weil es einfach eine hochmanipulative Beziehung war, wo man viele Dinge noch gar nicht oft begreift, ja, sondern die überhaupt erst einmal eher einordnen muss, ja. Und eben durch die Isolation kommt dann eben dazu, dass man sich nicht austauschen konnte, ja, und auch keine oder wenig Menschen gehabt haben, die gesagt haben, ja, aber das stimmt doch da nicht, oder was lässt du da mit dir machen, ja? Also eben in diesem Loyalitätskonflikt kann man eben sich auch kaum mitteilen, ja. Und dann braucht man einfach Zeit, um anzuerkennen, okay, da war ich Opfer.
das ist mir geschehen und wie komme ich da auch wieder heraus, dass ich dann auch wieder stark werde und mich nicht ständig eben zum Opfer mache dieser Situation, ja, oder dieser Beziehung, ja. Genau, dass man in Zukunft nicht mehr Opfer ist, dass man in der Gegenwart dagegen ankämpft, Opfer zu sein. Man war Opfer, aber man ist nicht mehr ein Opfer, man wird auch nicht mehr ein Opfer sein. Und dass man da aber auch sich gleichzeitig nicht so viel Druck macht. Es gibt Narzissten, es wird immer mal wieder ein Narzisst irgendwie im Leben sein. Und da kommt es darauf an, das früh zu erkennen oder immer rechtzeitiger zu erkennen und sich nicht diesen Druck zu machen. Niemals wieder, auch nur ansatzweise. Sobald so ein Mensch kommt, dann werde ich das direkt erkennen und das direkt sagen, mit dieser Einstellung wird es wieder passieren, sehr wahrscheinlich. Denn dann ist dein Liebestank sehr leer und dann wird ein Narzisst kommen und ihn komplett wieder auffüllen und dann denkst du, er kann kein Narzisst sein und auf einmal bist du wieder in einer extrem manipulativen Beziehung wieder drin. Das finde ich sehr interessant gerade, dass du gesagt hast, bei den 3 Monaten, denn das hört man tatsächlich regelmäßig. Ich bin jetzt, die Trennung ist 3 Monate her. Warum denke ich immer noch an ihn? Und da ist die Antwort, 3 Monate sind für einen narzisstischen Missbrauch sehr wenig. Richtig, ja. Also, und eben, also ja, es kann sein, dass wenn man, also ich habe ja auch ein paar, die haben so ein halbes Jahr, 7 Monate Beziehungen und auch da ist diese, also die kommen dann ja oft eben so nach 3, 4 Monaten und sagen, ich verstehe es nicht, jetzt ist die Beziehung schon mindestens eben 3, 4 Monate her und trotzdem hänge ich da noch so drinnen, ja. Und das finde ich eben sehr bezeichnend, dass dann ja, also dass da sich das ja zeigt, inwiefern diese Manipulation so gegriffen hat, ja. Und dass man auch eine Beziehung, die nur kurz war, genauso verarbeiten muss, ja, weil man ja, weil das ja so viel Veränderung gebracht hat in den Gedanken und diese Beschäftigung wieder, okay, was macht sie, was macht er, denkt er an mich, betont sie gerade, habe ich, und das ist einer der Sätze, den ich sehr oft höre, komme ich in den Gedanken noch vor? Meinst du, komme ich in den Gedanken noch vor? Also, dass dieser Gedanke daran, dass man überhaupt nicht mehr stattfindet, ja, in den Gedanken des anderen, also fast wie ein Untergang erlebt wird, ja. Was ist deine Antwort darauf, auf die Frage, glaubst du, dass er noch an mich denkt? Es hängt ein bisschen vom Gegenüber ab, muss ich sagen, weil es, und auch wo da jemand gerade steht, ja, weil mir geht es schon grundsätzlich darum, in der Begleitung, dass jemand herauskommt aus dieser Abhängigkeit von diesen Gedanken und dass es nicht relevant ist, ob ich in den Gedanken von dem anderen vorkomme oder nicht. Ja. Und das braucht aber manchmal so, wie soll ich sagen, eine Brücke. Ja. Wenn man da zu brutal vorgeht, dann habe ich das Gefühl, ist es wie ja, wieder ein Schmerz, ja, und also grundsätzlich ist mir wichtig, dass Menschen in die Unabhängigkeit hineinkommen und dass es eben für Narzissten oder Narzisstinnen komplett irrelevant ist, meistens, was dann davor ist. Oder dass es gut ist, wenn man nicht mehr in die Gedanken vorkommt, weil man gar nicht möchte, dass die sich mit einem beschäftigen, weil sonst fällt ihnen nur wieder irgendwas sehr Seltsames ein, ja. Ja, ich würde sagen, das hängt auch vom Schweregrad des Narzissmus ab. Weil je stärker es ausgeprägt ist, umso langjähriger wird man in den Gedanken sein, aber es wird auch durchaus einfach extrem verdrängt werden. Denn Narzissten wissen tiefgründig, wissen sie sehr viel und sie verdrängen es einfach nur, dass man da vielleicht ein Leben lang eine große Rolle spielen wird bei dem Narzissten, der Narzisstin, aber gleichzeitig nie auf eine gesunde Art und Weise. Ja, und immer in der Abwertung. Also wenn man jetzt mit jemandem also zusammen ist aktuell und der spricht ständig negativ von seiner Ex-Partnerin oder von kompletten Umfeld, dann komme ich ja nach der Beziehung in das gleiche Fahrwasser. Das heißt, es wird ja über mich genauso negativ gesprochen, irgendwelche Geschichten erfunden, irgendwelche Dinge verdreht. Das heißt,
das ist das, was ich damit meine. Es ist besser, du kommst nicht vor in den Gedanken, ja, weil man kommt ja nicht positiv vor. Ja, das ist ja das, was Menschen an mir gerne hören würden, wäre, ja, es war zwar schrecklich, aber trotzdem werde ich vermisst. Ja, oder denkt ja an die schönen Momente. Aber das stimmt ja eben nicht. Ja, wenn, dann wird Negatives aufrechterhalten oder weitererzählt. Ja, und deswegen finde ich es immer besser, man kommt nicht mehr vor in den Gedanken. Ja. Ich verstehe absolut. Das sieht man auch tatsächlich bei den Titeln, die sehr begehrt sind, sage ich einfach mal. Einer davon ist, das denkt ein Narzisst oder das erkennt ein Narzisst, nachdem du dich getrennt hast. Und da ist natürlich der Wunsch zu hören, es tut ihm so leid und er möchte es eigentlich es wieder gut machen und er denkt an dich auf eine positive Art und Weise. Und die Antwort ist tatsächlich, es sollte einem egal sein. Oder tatsächlich, ich will, dass er oder sie schlecht über mich denkt. Denn dann bedeutet das, dass ich nicht mehr in der Manipulation drin bin. Und das bedeutet, Aber da dass ist man jemand immun schon. ist gegen die Manipulation. Ja. Dass man dann sagen kann, okay, Ja. du wirst versuchen, jetzt diese bestimmten Sachen hinzudrehen und bei mir das zu erzeugen. Oh nein, wird er jetzt schlecht über mich denken? Er wird Tatsachen verzerren, wo ich denke, okay, das muss ich jetzt aber gerade biegen, ich muss mich rechtfertigen. Aber wenn man dann sagt, nein, ich will jetzt, dass er schlecht über mich denkt. Und das kann man natürlich, kommt natürlich auf die Situation an, wenn man gemeinsame Kinder hat und so weiter, wenn der Kontakt da sein muss, noch mal ein bisschen was anderes. Aber wenn man, gehen wir jetzt einfach vom Optimalfall aus, man kann einfach gehen, ich will, dass er schlecht über mich denkt. Das zeigt aber, dass man schon weit gereift ist, dass man viel gesehen hat, oder viel begriffen hat, ja, und dass das eine Beziehung ohne Zukunft ist und dass also dieser Mensch einfach grundsätzlich beziehungsunfähig ist, ja. Da finde ich, hat man ja für sich schon viel erreicht, weil da ist ja schon viel Distanz passiert. Wenn ich sage, okay, mir ist lieber denkt schlecht über mich, weil dann bin ich keinen seltsamen Spielchen mehr ausgeliefert. Ja. Und das kann wirklich Jahre dauern. Unter Umständen ja. Aber das hängt für mich mit der eigenen Geschichte zusammen. Also wenn ich sehr stark da drinnen hängen bleibe und lange brauche, um das zu verarbeiten, dann finde ich, gibt es einfach auch in der Vergangenheit noch Geschichten, die aufgearbeitet werden müssen, damit man dann auch eben da noch einen anderen Zugang kriegt. Ja. Also die Länge der Verarbeitung hängt für mich schon manchmal auch damit zusammen, was davor schon passiert ist. Also wie man überhaupt dort hineingekommen ist. Ja. Ein Klassiker ist ja wirklich, oder Teil des narzisstischen Teufelskreises, nenne ich das mal, ist, dass man also zum einen Glaubenssätze bekommen hat von der Kindheit und zum anderen, man wird emotional kaputt gemacht. Das ist der perfekte Einstieg für einen Narzissten. Erstmal bekommt man ein Heilgefühl, ich werde gerettet. So fühlt sich das zum Teil wirklich an. Ich werde gerettet und dann wird man wieder emotional zerstört und dann kommt dann wieder ein Narzisst und dann wird man wieder emotional zerstört, um da einmal zu schauen, okay, ich werde mich zurückziehen. Wie kann ich jetzt zufriedener sein in meinem Leben, damit ich gar nicht so anfällig bin für Genau. Narzissten? Genau. Ja, wie komme ich aus dieser emotionalen Abhängigkeit heraus? Weil das ist ja das Problem dann, dass man sich abhängig macht davon, dass jemand anderer da ist und ständig positiv besteht. Ja, und Narzissten machen das ja nur zu Beginn. Ja, dann, wenn diese Zuckerbrot- und Peitsche-Methode beginnt, dann hängt man ja eh schon mehr oder weniger am Tropf und wartet immer nur darauf, dass eben so, und wenn ich das einmal erkannt habe, dass das ein Beziehungsmuster ist, dem ich aufgesessen bin, dann ist es wichtig zu schauen, okay, inwiefern mache ich mich emotional von jemand anderen abhängig? Und das hat immer eine Vergangenheit. Also da gibt es immer eine Vergangenheit dazu. Das ist ja nicht der Mensch aktuell, der das jetzt ausgelöst hat, sondern da gibt es eine Geschichte dazu, warum das so weit gekommen ist. Ja. Ich würde noch kurz auf den Punkt von dem Verarbeiten, das kann jahrelang dauern, da werde ich tatsächlich noch ausführen. Und zwar, der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, dass man sich selbst nicht den Druck macht, ich muss jetzt diese emotionale Trennung der Person. Das passiert nicht über Nacht. Es wird nicht sein, okay, jetzt verstehe ich endlich, was Narzissmus ist und dann wird mein emotionales Zentrum des Gehirns, sage ich mal, auch das verstehen und dann wird sich das trennen. Das rationale Denken kann zum Teil schlagartig verstehen, was hier gerade passiert. Beim emotionalen, das dauert einfach.
Und Genau, das dauert eine gewisse genau. Zeit und es wird immer und immer besser. Und dann wird man zum Teil ein Jahr, 2 Jahre, vielleicht sogar 3, 4, 5 Jahre später, sogar wenn es jetzt vielleicht eine, vielleicht nicht unter einem Jahr eine Beziehung, aber eine ein paar Jahre Beziehung war, dann wird man Erkenntnisse haben. Dann wird man eine Richtig. Zeit lang gar nicht daran denken, dann wird man eine Zeit lang wieder ein bisschen daran denken und dann wird man Erkenntnis haben. Ah, Moment mal. Und jede Erkenntnis wird einem nochmal helfen, dieses emotionale Band, diese emotionale Bindung noch mehr und mehr einfach zu trennen und zu kappen. Genau, ja, und weil du das sagst, eben Jahre, ja, aber es wird leichter dazwischen und das finde ich immer wichtig. Ja, wenn ich eben mit Menschen beginne zu arbeiten und wir reden von einer sehr langjährigen Beziehung, wo ich sage, ja, es dauert einfach und man braucht Zeit und man braucht Geduld, aber es wird dazwischen schon leichter. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann zumindest so eine emotionale Freiheit dazu zu gewinnen, ja, und sagt, okay, ich merke eben dieses Band, das existiert nicht mehr, aber die Vergangenheit existiert natürlich noch. Ja. Aber dann finde ich, ist man ja auch wieder offen für ein neues Leben, für eine neue Partnerschaft. Ja. Ja. Ja, das ist interessant, wie sehr narzisstischer Missbrauch sich einfach ins Gehirn reinnistet, wie Ja. sie es schaffen, so manipulativ zu sein, dass man tatsächlich oftmals noch helfen möchte und oft daran denkt, oh je, jetzt geht es ihr, jetzt geht es ihm ja so schlecht und dann Mitleid. Ja, das Mitleid ist, ja. Das ist wirklich, also das ist für mich auch wieder ein Gradmesser, wo steht jemand, ja. Also das eine ist eben das, was du vorher gesagt hast. Und eben, solange jemand noch Mitleid hat, ja, und immer noch rüberspürt und sagt, ja, aber hatte so eine schwere Kindheit oder ja, hat jetzt gerade seinen Job verloren, ja. Ja, da ist diese emotionale Distanz noch überhaupt nicht passiert, ja. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass so jemand wieder Fuß gewinnt, wie sagt man nicht Fuß gewinnt, Raum gewinnt, ja, und wieder Einfluss gewinnt, ist einfach groß, ja, weil man einfach immer noch in diesem Verständnis für die andere Person ist und nicht in der Abgrenzung. Da würde ich tatsächlich sagen, dass die Art des Mitleides sich im Optimalfall ändert mit der Zeit und dass man durchaus Mitleid haben kann für die Person, dass man dann aber getrennt auch noch mal sagen kann, ich weiß, wie zerstörerisch die Person ist und ich weiß für mich, es wird nicht passieren und dass man dann dieses Mitleid auch durchaus noch da sein kann in Momenten und dass man diese Momente hat, diese Phasen oder diese Schwingung wird auch einfach ein bisschen abflachen mit der Zeit, wo einfach mehr Gleichgültigkeit reinkommt. Ah, ihm oder ihr geht es so schlecht und dann eine Sekunde später, Moment mal, was denke ich eigentlich? Ich hasse diese Person. Dann schwankt das so hin und her, aber das nimmt mit der Zeit ab und dass man vor allem auch mit der Zeit dann sagen kann, die Person tut mir leid, dass sie so ist. Also vielmehr diese, wie soll ich sagen, dass diese manipulative Art der Mitleid nicht mehr greift, sondern man sagt, okay, ich habe jetzt im Großen und Ganzen wirklich verstanden, wie sie denkt. Und das ist traurig. Und das tut Ja, mir leid. genau. Ja, es tut mir leid, dass jemand immer wieder diese Spielchen spielen muss, ja, und weil scheitern ja dann auch immer wieder. Es ist ja nicht so, dass die durchgängig erfolgreich sind, sondern die haben ja meistens keine Beziehungen im Umfeld. Und ich glaube, dass wenn man zu diesem Mitgefühl dann hinkommt und sagt, boah, es tut mir leid für diese Person, aber ich habe da keinen Auftrag oder ich muss da nichts mehr verändern, sondern es ist halt einfach so, weil ja auch so geworden, ja, also es gibt ja wenig, also weiß man ja noch nicht, aber inwiefern Narzissmus auch angeboren sein kann, ja. Aber die meisten sind ja so geworden. Und da das zu spüren, zu sagen, schade, dass jemand so eine Kindheit hatte, ein Umfeld hatte, das ihn oder sie so gemacht hat, das finde ich dann schon, also das ist dann Meisterklasse, ja, zu sagen, okay, aber ich finde, es sollte kein Anspruch sein. Also da kommt man von selbst dorthin. Wenn man gut daran gearbeitet hat, wenn man sich viel damit auseinandergesetzt hat, und dann ist man, würde ich sagen, auch frei dazu, ja, zu dieser Person. Ja, aber ich glaube auch, dass es dann auch nur Momente sind, wo man das spüren kann, ja, wo man sagt, okay, irgendwie, ja, tut er mir auch leid, dass er so ein Leben auch führen muss, weil das Problem ist, dass er oder sie ja da nicht rauskommen. Die können ja
ganz schwer das verändern, ja, weil das eben auch so tief sitzt drinnen, wenn du über Jahre Manipulationstaktiken anwendest, ja. Und ich habe aber die Freiheit, ich kann mich verändern und ich kann mit dieser Erfahrung ein anderes Leben leben. Das ist vielen narzisstischen Menschen eher nicht möglich. Ja. Ich nenne das mal diesen drucklosen Mitleid. Denn sonst, wenn man Mitleid verspürt, kommt oftmals ein Druck damit her, wo man sich denkt, okay, wie kann ich der Person jetzt aber helfen? Was muss ich jetzt machen? Wie kann ich das jetzt besser machen? Wenn man dann aber sagen kann, du tust mir leid, aber ich verspüre keinen, wie hast du das gesagt? Das fand ich eigentlich richtig gut. Das ist jetzt nicht meine Mission, es ist nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendwie helfen zu müssen. Genau. Das ist ein sehr, ich denke, das ist diese, wie heißt das Wort? Differenzierung. Das heißt einmal Mitleid verbunden mit Druck für ein Handeln und einmal mehr ein beobachtendes Mitleid. Na, Ich ich sehe trenne das. es so gern mit Gefühl von Mitleid, weil für mich das Mitleid immer was mit Mitleiden zu tun hat, ja, und ich dann eben, wo ich eben diese Distanzierung nicht spüre, sondern mitleide und vielleicht auch meine eigenen Dinge da hinein projiziere, das muss man sich immer genauer anschauen, aber Mitgefühl, für mich ist Mitgefühl, ich fühle mit dir mit, aber ich bleibe auf meinem Sessel sitzen, ja, also ich Stehe. kann das also eher dieses empathische mitspüren, aber ich leide jetzt nicht mit dir, sondern ich verstehe deine Situation und kann aber trotzdem bei mir bleiben. Verstehe, das heißt, dass es dann vom Mitleiden übergeht in Mitgefühl. Mitfühlen, Ich vom spüre und Mitleiden ist verstehe. Mitfühlen, ja genau. Verstehe. Das ist eigentlich interessant, dass Worte so einen richtigen Hintergrund eigentlich haben. Ja, das ist ja Vergiss das das Tolle an manchmal, dieser. Mitleid, aber ja, Mitleiden. Ich leide mit dir mit. Und das ist ja eigentlich keine gute Sache. Weder für den Also, einen noch für den anderen. Also wenn man selber jetzt zum Beispiel in der Situation ist, wo man Mitleid bekommt, ist das ja höchst unangenehm. Keiner will Mitleid haben, ja. Und stimmt. das ist eben, und das hat, ich finde, das Mitleid auch ein bisschen was Übergriffiges hat, ja, wenn ich mit jemandem so mitleide und überhaupt nicht bei mir bleiben kann, ja. Und mitfühlen eben ist, ja, ich spüre dein Leid, aber ich bleibe bei mir. Mitleid, das kann ja so etwas Vertätscheltes haben oder Ja, auch etwas ja. Erniedrigendes haben. Und Theoretisch. das ist sehr interessant gerade. Das ist ja etwas, was Narzissten gerne haben, wo sie sagen: Ah, du armes kleines Ding, komm her. Und dann ist man wieder der kleine Hamster oder der kleine Hund. Und da muss man sich um einen sorgen. Und das heißt, Narzissten haben extrem viel mit Leiden im Moment, aber kein Mitgefühl und können sich einfach nicht auf eine ehrliche Art und Weise in Menschen hineinversetzen. Ja, und das Mitleid hat was Überhebliches. Ja. Ja, also es hat immer, also da finde ich, da kommt das Gefälle noch einmal viel stärker heraus, ja, weil sie ja so, ach du Arme. Und dann gibt es auch für mich dieses Mitleid, wo jemand wirklich so sich in den Schmerz hinein, also wenn jetzt zum Beispiel jemand krebskrank ist, ja, haben ja viele Mitleid und können überhaupt nicht damit umgehen. Und ich habe einmal eine Kollegin gehabt, die sehr schwer an Krebs erkrankt ist und die hat gesagt, für mich ist das Schwierigste dieses Mitleid von den anderen. Und dann habe ich gesagt, ja, was sie sich denn wünschen würde, ja. Und sie hat gesagt, einfach, wie geht's dir? Also, dass die Leute das bei sich behalten können, ja, dieses, oh, so, und das hat eben so was Übergriffiges. Und bei Narzissten, finde ich, eben kommt dann noch so diese Abfälligkeit dazu, dass sie da halt einen ja damit ja auch klein halten, ne? Und man nimmt das aber, das ist das Problem, man nimmt das ja noch, wenn man so mittendrin steckt, weil man das Gefühl hat, okay, er macht oder sie machen sich was auf für mich, ja. Aber Ja. das ist ja nicht echt, ja. Man nimmt diese Erniedrigung schon fast unbewusst an. Ja, ich habe auch das Gefühl, Narzissten werden mit Absicht, und das ist nochmal was anderes im Vergleich zu diesem Mitleid, aber steht in Verbindung. Sie ziehen gerne den Schmerz aus anderen Menschen raus und wollen es sehen. Und werden sagen, ah, wie war das denn? War das schlimm für dich? Bitte erzähl Ja. mir mehr. Bitte fang an zu weinen. Und dann werden sie zuschauen und sich dann freuen. Das
Kriege ich richtig Erinnerungen jetzt, wenn du das erzählst, ja? Ja, kann ich mich gut erinnern, ja. Und hab mich so geöffnet, ja, dass ich, und hab's dann schwer bereut. Also ich habe es so schwer bereut, mich so zu öffnen, weil das ist mir so um die Ohren geflogen, ja. Also es ist dann sehr breit getreten worden teilweise, ja. Ja, Sie werden das gerne in Zukunft dann gegen einen verwenden und Sie werden auch gerne diese Gespräche haben, führen dann manchmal in diese Richtung, okay, dir geht es schlecht, es werden Fragen gestellt, wo man sich dann auch gerne denkt, man hat so ein unwohles Gefühl manchmal bei den Fragen, wo man sich denkt, okay, also wenn ich jetzt nicht antworte, dann stimmt mit mir irgendetwas nicht, dann bin ich irgendwie kleinlich oder so. Und dann antwortet man und dann ist man irgendwann an dem Punkt, sie wollen von einem hören, ja, ich bin einfach verzweifelt und weiß einfach nicht weiter. Dann sagen sie, ach, okay, super. Und dann gehen sie weg. Ja, oder sie haben auch wunderbare Ratschläge für dich. Also sie Ja. sagen da, wie das jetzt geht. Und also ja, wobei ich habe das Gefühl, das stellt sich oft erst ein bisschen später ein. Also da hat man schon ein paar Durchläufe erlebt, weil sie in dem Moment eine große Nähe herstellen mit diesen Fragen und mit diesem Interesse und mit dem, ah, okay, man kommt ja erst dann zeitversetzt drauf, Moment einmal, der verwendet das ja für sich. Der macht ja eine eigene Geschichte daraus oder der verwendet das dann gegen mich. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, man kommt dann erst mit der Zeit so, na, ich muss vorsichtig sein oder irgendwie, das mutet seltsam an da. Ja, also ich meine schon, dass man zu Beginn da recht vertrauensvoll ist, wenn die Beziehung auch eine dementsprechende ist, ja, und dass man dann eben recht offen ist und dann merkt, okay, und dann merkt, okay, ich darf nicht mehr so viel erzählen. Ja, und dann aber merkt, okay, dann bin ich jetzt kleinlich oder eben dann schon merkt, ich bin voll gefangen da drinnen. Wie kann ich jetzt so wenig wie möglich von mir erzählen, ohne dass die Beziehung in Gefahr ist? Weil man ja noch nicht dort ist, dass man sich jetzt schon trennt oder was auch immer. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich würde sagen, Co-Abhängigkeit geht in verdeckten Narzissmus über. Ich würde sagen, dass dieses Lenken, wo man das mehr spürt, wo man in den emotionalen Status der Machtlosigkeit geführt wird, dass eher beim extrem koabhängigen Richtung verdeckten Narzissmus da auftaucht, wo im Endeffekt dieses Gefühl der Machtlosigkeit einfach projiziert wird. Und wenn es mehr in diesen Narzissmus übergeht, man es dann nicht so direkt merkt und es dann eher cleverer benutzt wird, um gegen einzulenken. Und ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Dass man dann wirklich bereut zum Teil, dass man eine tiefe Emotion jemandem anvertraut hat und das hat er dann und wird Genau, er nutzen das, gegen einen. ja, genau, ja, genau. Und da kann man da auch nichts so gesehen dagegen sagen, weil das ist im Beweis, du hast mir das so gesagt. Du hast mir gesagt, das ist ein Fehler von dir. Und dann wird das gerne als Fehler oder Schwäche dargestellt. Auf alle Fälle, ja, auf alle, weil du müsstest ja das und das, müsstest du ja schon längst können, ja. Und dann sind sie der selbsternannte Mentor oder Lehrer von einem. So, ich werde dir jetzt dabei helfen. Du hast zwar nichts Ich danach zeige dir gefragt, jetzt, aber wir genau, machen es. ja, ich zeige dir jetzt, wie das geht, genau. Und du musst noch Danke sagen, Ja. Oh ja, diese Dankbarkeit. Man, ja. es ist übergriffig, diese Hilfe. Man will die Hilfe gar nicht haben. Und anstatt, dass sie sagen, Moment mal, okay, ich respektiere das, was du gerade sagst. Erstens, du musst mehr Dankbarkeit zeigen und zweitens, ich bin jetzt verletzt, weil du meine Hilfe nicht annimmst. Und das ist so, da kommen wir direkt auch zu so diesem Zwiespalt. Ich nenne das mal diesem Narzissmus-Paradox. Sie wollen geliebt werden, sie wollen helfen, aber sie können es einfach nicht. Beziehungsweise sie können es nicht auf eine gesunde Art und Weise. Sie versuchen also einfach, sie haben Angst, ausgenutzt zu werden. Sie können nicht einfach auf einen zugehen und sagen, kann ich dir helfen? Es muss immer etwas Übergriffiges dabei sein. Und dann sagt die andere Person, scher dich weg, das will ich nicht. Und dann sind sie verletzt. Wie kannst du mir das eigentlich nur sagen? Na, sie sind beleidigt, ja. Sie sind beleidigt, und also sie wollen geliebt werden. Ich weiß nicht, ich glaube, also nicht das, was man halt, glaube ich, normal unter Liebe versteht, ja, oder verstehen würde, ja. Ich glaube, sie wollen
Sie wollen hofiert werden und sie wollen, dass man ihnen dieses Gefühl gibt, ja, dass sie geliebt werden. Aber ich glaube, sie haben eine falsche Vorstellung von Liebe, ja, also von dem, was Liebe wirklich ist. Ja. Und von da glaube ich, Ja. sie wollen letztendlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wollen sie hofiert werden. Sie wollen, dass man ihnen keine Schwierigkeiten macht, dass sie nicht in Frage gestellt werden, sondern dass man sie immer wieder aufbaut und ihnen ständig Recht gibt. Das ist das, was ich meine, was sie verwechseln mit Liebe. Ja. Ein Problem ist da ja auch, man kann nicht geliebt werden, also man kann nicht, ich sag mal, warmherzig auf eine liebevolle Art und Weise auf jemanden zugehen und diese Emotion spüren und gleichzeitig jemanden hochachtungsvoll respektieren. Das geht einfach nicht. Das ist nicht kompatibel. Entweder oder. Und Richtig, ja. Narzissten wollen beides. Und das Ja. geht einfach nicht. Ja, sie wollen diese mütterliche, verständnisvolle Liebe, die einem auch alles durchgehen lässt. Ja. Und das geht als Partnerin oder als Partner natürlich nicht. Ja, weil ist ja kein, da geht es ja auch um Respekt und da stellt sich ja kein Respekt ein. Man ist mit der Zeit selbst einfach verwirrt, was sie von einem erwarten. Richtig, ja. Ja. Man ist das Kind, man ist das Elternteil, man ist beides. Ja, ein bisschen auch Spielfigur in dem Ganzen, wie sie gerade drauf sind und was sie gerade für sich brauchen oder ausleben wollen. Ja, weil brauchen würde ich ja auch ein bisschen in Frage stellen, sondern sie agieren einfach aus dem Impuls heraus, ja, wonach ihnen gerade ist. Ja, und man merkt das lange Zeit nicht, dass man einfach Spielfigur ist ihrer Launen. Ja. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema mit diesem Impulsiven des Narzissten. Sie sind zum einen höchst impulsiv, aber da würde ich sagen, weil sie eigentlich überhaupt nicht impulsiv sind. Und da ist jetzt die Frage, okay, was ist Impulsivität? Wenn wir jetzt das damit verknüpfen, auf sein Bauchgefühl zu hören, dann sind Narzissten überhaupt nicht impulsiv. Wenn man das damit verknüpft, dass sie einfach unüberlegt handeln, sind sie maximal impulsiv. Das heißt, weil sie nicht auf ihr Bauchgefühl hören und zum Beispiel, wenn ihnen etwas auf der Seele liegt, dann können sie das nicht ansprechen, weil dann bin ich schwach, minderwertig und einfach wertlos, machen sie das nicht. Es baut sich dieser Druck auf und dann lassen sie es raus. Das heißt, man spürt, okay, Narzissten sind so unglaublich unberechenbar. Sie sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die. Ich würde tatsächlich sagen, es gibt schon fast diese zwei Arten, Impulsivität zu interpretieren und dass es da gar nicht unbedingt die, vielleicht gibt es die eine Definition, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Aber ich weiß genau, was du meinst. Sie sind unüberlegt einfach am Handeln und am Machen und denken gar nicht daran, dass sie, wie zerstörerisch sie sind. Das Ja, finde ich und sehr welche, genau, interessant. und dass die meistens die Folgen das Umfeld tragen muss. Ja, also sie überlegen sich was, legen was fest, also jetzt auch in Arbeitskontexten zum Beispiel, und am nächsten Tag ist alles anders. Ja, und das zieht oft so einen Rattenschwanz an Veränderungen mit sich, die sie aber nicht tragen müssen. Das heißt, die Konsequenzen im Detail trägt das Umfeld, nie der Narzisst, weil dann würde er es nicht machen. Also ganz einfach gesagt, sie würden das nicht machen, wenn sie selber auch die Konsequenzen tragen müssen. Aber sie verändern die Spielregeln, sie verändern Vereinbarungen aus dem Nichts heraus, weil sie halt jetzt finden, das sollte jetzt anders sein. Und die Konsequenzen und das im Detail bearbeiten muss das Umfeld. Und das, finde ich, ist aus dieser Impulsivität raus wahnsinnig anstrengend mit ihnen, weil man eben mit nichts rechnen kann. Ja, und am Anfang ist das vielleicht noch ganz lustig, ja, wenn man so denkt, wow, der ist so spontan und das ist immer wieder lustig und immer wieder aufregend. Aber irgendwann einmal merkt man, dass man einfach müde wird, das zu bedienen, weil man dem nicht gerecht werden kann eben in der Konsequenz, die es für einen selber hat. Was so Kraft kostet, ja. Da würde ich tatsächlich sagen, dass damit reinspielt, wenn man anfängt, dem Narzissten die Verantwortung zurückzugeben für sein Handeln, zum
man dieser Rattenschwanz, den man selbst auferlegt bekommt, das kommt Stück für Stück. Und dann würde man diesen Rattenschwanz auf einmal plötzlich diesen ganzen Rattenschwanz ihm zurückgeben. Das heißt ganz viel auf einmal und gleichzeitig hat man das Gefühl und es spürt und sieht man, was aber nicht unbedingt der Fall ist, der Narzisst kann nicht damit umgehen. Er sieht ja, eigentlich sollte ich den Rattenschwanz tragen und das zerstört mich, der Gedanke. Wenn man diese, ich sag mal, auf eine negative Art und Weise diese gutmenschliche Ader hat, negativ, weil man selbst einfach darunter leidet, dann sagt man, ah, er kann nicht damit umgehen, okay, dann nehme ich das auf mich, weil ich kann ja damit umgehen. Genau, ja, genau. Ja, das ist auch eines der großen Irrtümer in der ganzen Angelegenheit, dieses, ich kann es ja auf mich nehmen und ich schaffe das schon, weil sie ja das auch dann schaffen, sich so als Opfer zu inszenieren. Und ich kriege das hin, ja. Und das geht eben eine Zeit lang, bis man dann merkt, dass das ein Spiel ist, das man nicht bedienen kann und dass es auch nie gut ist, ja. Man glaubt ja dann, okay, dann mache ich das noch, dann ist gut. Na, ist noch nicht gut, okay, na, dann mache ich das noch, dann ist gut. Und dieser Moment von, es ist gut, der stellt sich einfach nicht ein. Und das ist das, was es einen ja dann so Kraft kostet, dass man ja nie einen Ruhepunkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt passt's einmal. Und jetzt machen wir das einmal zeitlang so, sondern, Entschuldigung, diese ständige Veränderung ist ja das, was es dann so immens anstrengend macht. Ja? Ja. Ja, sobald man den Rattenschwanz dann aufnimmt und sagt, ich sehe, du kannst damit nicht umgehen, ich mach das. Und dann, du hast das auf dich genommen, das ist dein Rattenschwanz und dann ist dann kein Ich weiß nicht, verstummendes. warum das immer so kompliziert macht. Das geht sie ganz einfach. Ja, und wenn man es dann aber eben zurückgibt und sagt, okay, ich mache es nicht, ja, das interessiert mich jetzt nicht mehr, dann passiert entweder also diese Wut, die daherkommt, oder aber es ist nicht so wichtig. Weil wenn er es dann selber machen müsste oder sie, dann verlieren diese Anforderungen sofort an Bedeutung. Und das Ja. finde ich auch spannend, ja, dass dann plötzlich dass das so in sich zusammenfällt und plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und da, finde ich, trägt man auch ein Stück weit mit. Ja, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Da trägt man das eine Zeit lang mit. Und dann, wenn man das sagt, okay, na, mache ich nicht, dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig. Und man denkt sich, wieso habe ich das jetzt schon früher gemacht? Ja, und man braucht halt seine Zeit. Ja, man reift halt selber auch mit diesen Situationen und auch mit diesen Anforderungen. Und irgendwann einmal merkt man, na, es ist egal, wie viel ich da investiere, es ist einfach nie genug. Ja. Es gibt auch diese Momente, wo man merkt, okay, das hat jetzt gerade nur mit Machtausübung zu tun. Kannst du das für mich tun? Und dann sagt man, okay, aber welchen Zweck hat das? Ich sehe jetzt den Sinn nicht dahinter. Nee, du musst das jetzt machen. Und dann wird da nicht erklärt und gar nichts, du musst das jetzt machen. Da kommt vielleicht eine Pseudologik und dann macht man das. Dann wird gesagt, ah, okay, super. Und dann wird aber Genau. überhaupt nicht darauf aufgebaut. Das heißt, Nein. es hatte wirklich nur mit der Machtausübung zu tun, dass Richtig, man, genau. was er oder sie will. Ja, zu schauen, wie weit kann ich da gehen, wie weit kann ich jemanden bringen. Ja. Das kann da tatsächlich dann auch damit zu tun haben, wenn man das macht, dass so gesehen, wenn das der Outcome nicht so ist oder das Ergebnis nicht so ist, wie er es erwartet, sondern auf eine andere Art und Weise ist, dass es dann diese Vereinbarung gibt, okay, dann wird er vielleicht dann sein Verhalten anpassen oder dann wird er irgendetwas anpassen. Und dann ist es eben so, das Ergebnis ist eigentlich zugunsten von einem selbst und dann wird das einfach wegignoriert. Geht gar nicht. Ja, wenn es nicht so ist, wie ich es möchte, dann Genau. ist es einfach nicht Dann, passiert. ja, richtig, dann lassen wir das einfach auslaufen. Naja, Ja. erfolgreich sein neben einem Narzissten, das geht gar nicht. Ja, also das rüttelt dermaßen an ihrem Eigenbild und an ihrem letztendlich nicht vorhandenen Selbstwert. Also mit diesem aufgebauten Selbstwert, der hat ja keine Basis, ja, der hat ja keine Grundlage. Und deshalb ist er auch so schnell irritiert, ja, ist ja nur ein nach außen getragenes, projiziertes Bild, hat ja keine innere Referenzen dazu, ja. Ich stelle mir das einfach enorm anstrengend vor, so zu leben. Ja, ich glaube auch, dass es, aber
vielleicht von außen betrachtet. Wobei, ja, nur die Frage, was ist anstrengend, ja? Also, ich glaube, anstrengend ist das Leben für die meisten von uns. Die Frage ist nur, was strengt mich an? Strengt es mich an, Beziehungsarbeit zu leisten, zu reflektieren, Verhalten zurückzunehmen, um dann in ein Miteinander zu kommen? Oder strengt es mich an, weil mein Umfeld nicht so arbeitet, wie ich das gerne hätte? Ja, also, Ich würde sagen, es ist eine ewige Anstrengung ohne Lösung. Denn sonst bei der Anstrengung, ich streng mich an, dann hat man strengt sich an und dann hat man was davon. Man sagt, okay, ich werde jetzt meinen Partner verstehen, ich werde auf ihn oder sie eingehen und dann wird es weniger anstrengend mit der Zeit, wenn man so ein Gleichgewicht hat. Oder man sagt, okay, ich Genau. habe ein gewisses Maß der Anstrengung in meinem Leben, aber ich werde immer mehr und mehr bestimmte Hürden meistern und werde vorankommen im Leben. Und Narzissten, die sind ewig beim gleichen Problem, ein Leben lang und stecken all ihre Energie da Genau. rein und kommen Das da nie ein, raus. genau. Ja, genau. Das, was sich bei Narzissten verändert, ist das Umfeld. Also, Und das wenn Spiel nicht, bleibt das dann Gleiche, ja. Und das Spiel ja. bleibt das Gleiche, aber die Menschen verändern sich immer wieder. Und sie finden ja immer wieder auch Menschen, die das Spiel eine Zeit lang mitspielen. Und dann eben merken sie, okay, na, anstrengend, aber das stehen ja die nächsten schon wieder in den Startlöchern. Ja, also man ist ja austauschbar und das ist ja auch das, was zu einem schmerzhaft bewusst wird, ja, dass man eben austauschbar ist. Ich bin ja für meinen Partner hoffentlich nicht einfach so austauschbar. Also eher für mich nicht, ja. Weil man, okay, das hat ja eine Basis. Wir sind seit 30 Jahren zusammen, na, noch nicht, 29 Jahre. Also wenn der plötzlich weg ist, dann steht ja nicht der Nächste schon da und ist einfach der Nächste, sondern da passiert ja etwas. Ja. Und das ist eben das, glaube ich, was auch so schwer aushaltbar ist, dass man eben einfach austauschbar ist, dass es da ja keine wirkliche Beziehung, Nähe, Intimität gibt, ja, sondern dass das einfach nur suggeriert wird und man aber schon mit echten Gefühlen da hineingeht. Ja. Und das dann zu realisieren und zu verstehen und zu verarbeiten, ist sicherlich noch einmal so eine eigene Geschichte, ja. Wenn das Umfeld nicht ausgetauscht wird, dann werden sie einfach einsam werden. Also entweder das Umfeld wird zerstört und gebrochen, oder sie werden sich aufregen, warum ist jeder Mensch so anstrengend, werden einsam sein. Was halt auch nochmal reinspielt, wenn man da dieses emotionale Band nicht getrennt hat, wird einen das auch mitnehmen. Man weiß, welche Selbstzerstörung sich der Narzisst antun wird, aus Trotz, um sich nicht anpassen zu müssen. Ja, der Trotz ist auch ein Thema. Ja. Genau. Bloß Sie nur werden. nicht, wie irgendwer anderer will oder sagt. Ja. Also das wie ein Untergang erlebt wird, ja, dass man jemanden entgegenkommt. Ja. Ja, da kommt es darauf an zu sagen, wenn du dir selbst ins Knie weiterschießen willst, wenn du dir aus Trotz den Fuß abschneiden willst, dann mach das. Das hat nichts mit mir zu tun. Aber es wird einem so dargestellt, du zwingst mich dazu, das zu machen. Auf alle Fälle, ja, genau. Also es wird auf alle Fälle diese Täter-Opfer-Schuldumkehr betrieben und du bist immer diejenige oder derjenige, der Schuld hat, ja. Ja, Ja. Barbara, was möchtest du den Menschen mitgeben, die jetzt erkannt haben, rational, irgendwas stimmt da nicht, emotional in dem Prozess sind, sich vielleicht denken, warum dauert das so lange? Ich will das schneller zu mir selbst finden. Was kannst du den Menschen mitgeben für die Zukunft, dass man wieder zu sich selbst finden kann? Und wie gehe ich jetzt mit diesen intensiven Emotionen um? Also reden, reden, reden mit vielen unterschiedlichen Menschen, mit Menschen aus den professionellen Systemen. Also wirklich, je mehr man darüber spricht, desto mehr entlädt man das ja auch. Man erinnert sich, man kann die Erinnerungen. Also je mehr man erzählt, desto mehr baut man auch von diesen Emotionen ab. Ja, weil es kommen ja auch immer wieder Emotionen hoch. Das heißt, eine Form, das zu verarbeiten, ist einfach darüber zu sprechen. Eine Form ist darüber zu schreiben. Und dann eben sich nebenbei auch so etwas aufzubauen, wo man sich eben entspannen kann, wo man das Gefühl von Sicherheit hat, wo man sich wohlfühlt, alte Hobbys wieder aufleben lassen, neue Hobbys dazu bekommen. Das heißt, so ein
neues Leben schon nebenbei aufzubauen und zu sagen, okay, ich habe schon einen Fuß auch in etwas Neuem drinnen und arbeite aber noch das Alte ab, damit ich dann auch gut im Neuen ankommen kann. Ja, und ich finde, darüber zu sprechen, also eben, und je mehr Menschen man hat, desto besser natürlich. Und da ist eben wieder diese Isolation das Problem, weil ja sehr viele sich abgewandt haben. Das heißt, man muss ja auch wieder anknüpfen an diesen alten Beziehungen. Das ist für viele nicht einfach, ja. Aber da wieder ein bisschen anzuknüpfen und sich dann, weiß ich nicht, Foren zu suchen, wo man darüber erzählen kann. Einfach austauschen mit Menschen, die auch betroffen sind davon. Und dadurch eben beginnen sich ja schon diese Geschichten ein bisschen zu, also es findet eine Entlastung statt und dann eben wirklich mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, die man sich da einreden hat lassen und dann eben so, okay, und was ist das, was mich noch ausmacht, ja, unabhängig von dem, was da war. Sehr gut. Sehr gute, bestärkende erste Worte. Barbara, vielen lieben Dank fürs Dasein. Es war ein sehr interessantes, tiefgreifendes und aufbauendes Gespräch. An alle Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal. Danke.